Ich habe mit 20 die Schule abgebrochen. Na, wenn dann hat er die Klasse. Ich habe gesagt, mir ist alles egal. Ist er dann nochmal fu? Ich bin jetzt cool. Dann komme ich cool. Jetzt starte ich richtig durch. Jetzt kommt noch mal. Wie immer, an den Segel. Aber wisst ihr was? Nein, wisst ihr doch mal. Ich war schwacher als ein kleines erstgeborenes Kind. Kannst du dann bitte sagen, dass ich nicht mehr Ich hatte keinen Schutz mehr. Und dann bin ich so kurz in deiner Diabos, wo sagst du so nach Protest? Der Teufel hat mich angelogen und hat gesagt, ich schütze dich. Die haben noch kurz an ihr Sohn, aber so wie ich so, so batte, dann so protege. Und es war noch die Lüge oben drauf, die ich geglaubt habe. Und jetzt hast du so kurz an deiner nächsten Kunden, die meine Kohle macht, aber kurz an der Stelle noch kurz. Und ich bin noch tiefer geraten. Na gut, dann gehst du nach Massumo. Ein Freund kam auf mich zu. Amin, dann war ich gepannt, dann rein. Hat gefragt, willst du Geld verdienen? Ich sage, und du sagst, 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 wer will kein Geld verdienen? Nein, ich habe Mungo, die. Ich hatte keinen Job, keine Perspektive, keine Schule, nicht. Dann sagst du, du sagst, du sagst, du sagst, 20 Jahre, mein Leben war beendet. Wenn der Bär will, dann will ich das Kind auch gar nicht mehr. Und dann habe ich angefangen mit Marihuana. Sie meinen, du willst aber Drogen, Marihuana. Und der Teufel hat mir die Fähigkeit gegeben, schnell Gutes, schnell zu verkaufen. Ja, schnell viel Geld zu machen. Ein Pastor aus unserer Gemeinde. Pastor aus Das ist Jobs Bittner. Kommen hier Jobs Bittner. Er ist der Gründer von der TOS. Hier TOS Tübingen. Ist die Gemeinde, wo meine Freunde und ich hingehen. Es ist die Gemeinde, wo Er hat gesagt, der Teufel hat drei Maschen. Aber der Diabe hat drei Maschen. Wie er junge Männer kriegt. Nicht als ob er bei jungen Garçon. Unreinheit. Aber besser als in Pédicität. Macht. Aber besser als er hat ganz viel Geld. Aber besser als er hat Er hat mir durch Geld hat er Macht mir geschenkt. Nein, dann ist er ein Bogen. Besser als er hat er viel. Durch das, dass ich sehr viel Geld verdient habe. Nein, das ist ein Bogen. Bele, noch so ein Bogen. Bele, noch gar nicht. Hing ich nur mit diesen Jungs ab, die auch Geld hatten. Dann auch kann man Bekan, aber natürlich ist er ein Bogen. Und wir waren in jeder Disco. Du sagst aber, Disco ist doch noch okay, ne? So hast du alle drei Punkte erreicht. Sag dir, Osan, aber Pointe nicht so, ein Diablo, so liegen in Osan, Osan. Ich hatte jede Woche eine andere Frau. Chaque semaine, sag ich noch mal, Susu. Ich hatte kein Moral, keine, ich habe mich von nichts geschämt. Na, na, Osan, noch mal, wenn du mal, Ote. Ich bin kein Mensch mehr gewesen, ich wurde ein Tier. Na, komm, Susu, Ote, na, komm, Global, Niamh. Ich kannte keine Gefühle. Ne, 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 Susu, was das macht, was ich noch hinzufügen wollte. Und die anderen Leute, ne? Mit 15 hatte ich meine erste Freundin. Na, kennst du denn, dass ich noch mal in der Reihe? Ich war 6 Jahre mit ihr zusammen. Du sei die Caesar. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Und du an der Katze in der Sie hat mein Herz gebrochen. Ach komm, ich singe, wo du erkannt hast. Und als ich sie wieder gesehen habe, hab gesagt, was du kannst. Na, ich so, mach, kann ich sagen, ob ich sagen, ob ich Das kann ich auch. Na, ich bin auch mit einem Und dann fing es an. Sie war nicht so, weil ich nicht mehr wohne. Nein, du sagst, aber bin ich so. Meine Aussage, Makabona Lubaka, der Teufel hat es genommen. Die haben so akema und nicht groß travaillen. Der Teufel hat mich noch tiefer rein. Die haben konnte ich sagen, dass es eine Katze am Sumo. Und es kam an einen Zeitpunkt, wo ich sehr gut war in diesem Drogenbusiness. Ich komme mit Tamu und komme mit Makasi, ich konnte nichts aber Drogen. Gleichzeitig habe ich am Wochenende Leute verprügelt auf der Straße. Sie waren noch mit dir, noch mit Becker, Batu. Und Meine Eltern haben trotzdem weiter gebetet. Mittlerweile, ich habe immer noch zu Hause gewohnt. Immer wenn ich den Namen Jesus gehört habe, in mir drinnen hat es reagiert. Ich wurde aggressiv. Und ich hab nicht gefragt, was es war. Ich habe den Namen Jesus gehasst. Jesus ist für uns am Kreuz so gestorben. Jesus hat nicht so gemacht. Er hat nicht so gemacht. Jesus hat nicht so gemacht. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wo er dann so macht. Er ist an der Thermopassage. Da kommt er als Richter. Aber bis zu diesem Zeitpunkt können wir alle zu ihm kommen. Aber der Teufel, der war auch so. Aber er hat mich angelogen. Mit schönen, verlockenden Lügen. Und ich habe sie geglaubt. Kam dieser Freund, der mich in das Marihuana-Business reingebracht hat. Willst du noch mehr Geld verdienen? Habe ich gesagt, ja. Verkauf mit mir Kokain. Und wer mit dem Kokain handelt? Die Polizei. Ist sofort auf die hören das Telefon. Bei Yoka, bei Telefon.
Und dann hat er mir gesagt, das ist ein sehr riskantes Geschäft. Er hat gesagt, ist mir egal. Der hat gesagt, wenn du erwischt wirst, kommst du mehrere Jahre ins Gefängnis. Meine Antwort war mir egal. Ich habe nichts zu verlieren. Ich glaube, 22 Jahre mittlerweile. Alles egal. Und ich war sehr erfolgreich in dem Geschäft. Ich habe mit 5 Leuten hier aus Reutling ein Kartell um uns gehabt. Du sagst, die 5 Personen, du denkst, aber du. Wir haben von Heilbronn bis zum Bodensee. Du denkst, an Heilbronn sind der Bodensee. Von Nürnberg bis zu Straßburg. Nürnberg sind der Straßburg. Das war unser Gebiet. Wenn es ein Psychiater gibt, dann denkst du, aber du Kokain. Unsere Kunden waren Richter. Weil dann ist so, was er gibt, war noch selber drum, was er gibt, war Gisch. Ärzte. War Doktor. Anwälte. War Avocat. Lehrer. Warum erzähle ich das heute? Das ist kein Film. Es ist ein Film, mit dir. Das ist mein Leben. Es ist ein Film, Mann. Halleluja. Und damit ihr das versteht, gehe ich so ins Detail. Ja, okay, in das Detail. Habe ich Jesus rausgeholt. Es kann Jesus machen, wie mir sagt. Und es kam ein Zeitpunkt, ich war ja auch kriminell, draußen auf der Straße. Bei der dritten Gerichtsverhandlung. Na, trotzdem, wenn ich sage, auf der Tribunal. Hier in Amtsgericht Reutlingen. Ein Amtsgericht Reutlingen. Das war Dr. Haberschuh. Sag ich, Dr. Haberschuh. Das ist derjenige, der für Straftaten zuständig ist. Hier, Teller, Makababa, Strafe. Er kennt keine Gnade. Hier, Asana, pardon, dir. Damals habe ich gesagt, so ein Monster kenne ich nicht. Na, ich sage, genau, der Mona Mutu, also ein Monster, der Gula, Gisch, Oyo. Ich habe nie gedacht, dass es noch einen Schlimmeren gibt wie mich. Aber das Einzige ist, er war fürs Gesetz. Ich kannte kein Gesetz. Das konnte ich aber nur. Nach der dritten Verhandlung hat er Folgendes gesagt. Das nächste Mal, wenn Sie herkommen. Und ich bin der Richter. Ich bringe Sie persönlich ins Gefängnis. Und so mit der dritten, nach der dritten Gerichtsverhandlung hatte ich die Max, ich wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Hatte ich 5 Jahre Bewährung auf 6 Jahre Freiheitsstrafe. Das heißt, wenn ich in 5 Jahren irgendwas anstelle, es kommt zu einer Anzeige durch die Polizei. 6 Jahre auf Wiedersehen. Und das hat mich nicht gebrochen. Ich war innerlich so hart. Ich habe gesagt, wer ist der, dass der es mir sagt? Und kurze Zeit später war ich wieder auf Drogen. Also es gab keinen Tag seit dem ersten Tag, wo ich Drogen genommen habe, bis zu meiner Krankheit, wo ich nüchtern war. Ich habe jeden Tag Drogen. Ich habe jeden Tag 60 Zigaretten geraucht. Ich war jeden Tag high. Ich bin nicht mal nüchtern Auto gefahren. Und wie das dazu, und an dem einen Abend war ein junger Mann vor mir. Er hat irgendwas gesagt. Ich war so unter Drogeneinfluss. Und der Satan war in mir drin. Ich habe ihn angefangen zu schlagen. Nach dem ersten Schlag lag er schon auf dem Boden. Ich habe mich auf ihn draufgesetzt. Habe auf ihn eingeschlagen. Meine Jungs wollten mich zurückziehen. Der Junge lag 6 oder 7 Tage im Koma. Zwei Zähne draußen. Doppelten Kieferbruch. Nase gebrochen. Jochbein gebrochen, beide. Schädelbasisbruch. Es kam wieder zu einer Anzeige. In dieser Zwischenzeit, durch das Drogengeschäft, habe ich Geld verdient. Wisst ihr, Gott ist treu. Gott hat. Ich bin von ihm weggerannt. Aber er ist mir hinterher gekommen. Er hat gesagt, wir wollen ja. Wisst ihr warum?
Zwei Leute haben für mich gebetet. Und der Heilige Geist kam hinter mir her. Und hat die Frau geholt zu erkennen. Ich habe die Ohren für Gott zugemacht. Und damit ich ein bisschen Geld auf dem Konto haben musste wegen dem Finanzamt, habe ich einen Job beim Pizza Service gegangen. Es war bei Joey's Pizza Service. Und da war Bruder Eddie. Und ich kenne ihn von früher. Und dann kommt er. Kevin! Ich habe Jesus gefunden! Ich hatte ein Pizza-Blech schon in der Hand. Und dann sind wir der Loka Pizza. Und dann habe ich gesagt: Jesus! Da habe ich gesagt: Wenn du jetzt ruhig bist, dann sieht er das Blech immer noch. Und ich kann mich noch erinnern. Er hat mich angeguckt. Aber es war nicht seine Augen. Sondern Gott hat durch ihn geschrieben. Es wird der Tag kommen. Du wirst auch Jesus finden. Und ich habe gedacht, der liegt auch drauf. Als ich diesen jungen Mann zerzeugt habe. Ich wusste, ich werde nach dieser Gerichtsverhandlung nicht mehr nach Hause kommen. Es kam die Anklageschrift. Unten drunter, die Unterschrift. Dr. Habersch. Also Gigi Akala, dann war keine länger geschafft. Dann habe ich gesagt, so heute ist vorbei. Diese Gerichtsverhandlung war am Mittwoch. Montag. Die haben Vertagungspläne gehabt auf Mittwoch und auf Freitag. Ich bin morgens, Montagmorgen aufgewacht. Hab meinen Koffer gepackt. Hab mein ganzes Kokain. Hab ich zu mir genommen. Das war das erste Wunder. Normalerweise hätte ich eine Überdosis. Ich habe das ganze Marihuana. In mein Zimmer geraucht. Das war das zweite. Den ganzen Schnaps und alles, was ich hier habe. Alles rein. Ich muss die Gerichtsverhandlung überstehen. Auf einmal hat dieser große Kevin nach außen. Da war ein kleiner Kevin. Der hat Angst bekommen. Und ich habe mit den Drogen versucht, immer noch der Kuchen. Was ich vergessen habe zu erzählen, ich habe Kraftsport mit Steroide gemacht. Zusätzlich noch Kampfsport. Also ich war ein gutes Werkzeug in die Hand von dem Teufel. Und ich bin dann morgens runtergegangen. Hab meinen Koffer irgendwie getragen. Ich war nicht mehr ganz. Das ist so normal. Ich war richtig high. Und die Polizei hat gesagt, sie wird mich abholen. Und meine Eltern waren unten. Ich stand an der Türe. Und die Türe und zu dem, wo mein Papa stand, waren vielleicht 6 Meter. Ich habe mich von meinen Eltern so verabschiedet. Keine Umarmung. Kein Kontakt. Nichts. Mein Vater konnte in diesen Jahren, nicht mehr meine Mutter, die konnten nicht mehr in die Augen schauen. Meine Augen waren hochgradig dämonisiert. So ein krasses Rot gibt es gar nicht. Im Normalzustand oder im Heilzustand? Meine Augen waren rot. Und an dem Tag, als ich gesagt habe, Mama, Papa, kam mein Vater auf mich zu. Und hat gesagt, die Gnade Jesus wird mit dir kommen. Halleluja! Ich habe den Namen Jesus schon wieder gehört. Im
hier drin hat es reagiert. Wir waren doch Schwindinger. Am liebsten hätte ich mein Vater gezeigt. Na, aber ich habe noch ein bisschen Respekt. Das ist Respekt, wo kommt dieser Leckner? Und hat gesagt, das ist mein Papa. Das ist Papa, dann kann ich nichts tun. Aber wenn es ein Polizist zu mir gesagt hat, so ist er ein Bilderbar, ne? Dann hätte ich dazu gebracht, dass er auf Boden geht. Ich habe noch Beta hier. Ich hatte gar keinen Respekt. Das ist ein Respekt. Wenn ich sage, ich hatte gar keinen Respekt. So, jetzt ist Respekt, das ist Respekt. Vor keiner Polizei. Bambina, nochmal, Bambina. Nichts. Nichts. Der Staatsanwalt, der Richter, die konnten mich nicht sprechen. Bambina war immer 19 Jahre alt. Und dann kam die Polizei. Bambina war. Handschellen, Fußschellen. Und dann wurde ich da reingebracht in den Wagen. Und dann kam ich in einen Raum. Dann konnte ich in den Raum machen. Vor der Gerichtsverhandlung. Aber konnte er natürlich da. Und ich saß da, voll reif. Dann war der Mann in einem Druck. Parallel dazu haben sich Richter, Staatsanwalt und Anwalt sich getroffen, von mir der Anwalt. Also, Avocat, nein, ich habe aber Panik, man muss sogar nicht. Und dann kommt plötzlich mein Anwalt rein. Avocat, nein, keine Chance. Hallo, seine Chance. Staatsanwalt fordert 8 Jahre Freiheitsstrafe. Weil er mal Luft in Witten in der Terminal. Dann habe ich gesagt, okay. Na, Prison. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, okay. Mir war es egal. Nein, es war mir egal. Mir war es einfach egal. Es ist egal. Gerichtsverhandlung hat los, hat begonnen. Gise, Tribunale Bandi. Und ich kam, was ich noch davor sagen wollte, ich kam rein in den Saal. Na kurz in der Saal. Um in dem ganzen Saal herum. Na Saal ja so. Polizisten. Bambi in der Saal ja so. Und in mit diesen Schildern und diesen Mützen und so. Oh, bei Latino, bei Simon ja so. Wisst ihr warum? Wir freuen uns. 80 hochkriminelle Freunde von mir waren. Und in der Katze sei dann 80 Personen, aber nicht mehr ein krank Kriminell bei der Katze. Und die Presse war da. Ja, aber wie die TV, was sagt ihr? Das war eine öffentliche Verhandlung. Ich sag immer, ja, wovor, man ist aber auch gut, ne? Und das war für mich, boah, cool, meine Freunde sind da. Bei mir sagt, ja, cool, aber kann man nicht mehr, ja, was sagen? Ich habe immer noch die Lüge des Teufels geglaubt. Na, noch nicht mal, wo kurz sagt, ja, es gibt ja Schutz für mich. Ja, du weißt aber nicht, warum es da auch einen Schutz. Das nimmst du dir aber das Security Mogoti. Du müsst euch vorstellen, imagine. Ich stehe da drüben. Jo, weil die, der Teufel steht hier. Die aber sauer. Mit einer geladenen Maschinengewehr. Sag dir aber natürlich noch ein Glück hinaus. Und er war bereit abzuschießen. Ah, die haben Beto dich. Und ich kam dem Teufel entgegen. Na, wenn du neue Padiabe, wo er bitte war. Die Gerichtsverhandlung begann. Marine Bandi. Um das Ganze kurz zu machen. Wo das ist auch nicht so? Der Junge, der kam auch rein mit den Verletzungen. Mutter, Euer, bitte geht bei ihm. Normalerweise hat die Anklageschrift schon gereicht, mich ins Gefängnis. Normalerweise, der kam, man kann uns mal denken, wir gucken noch mal kurz an der Tribunal. Der Junge kam rein. Mutter, Euer, hier? Oder wieso? Der hat nur noch geweint. Mutter, Euer, Lulli, da war. Der hat gesagt, der war wie ein Monster. Ah, wie gesagt, der war ein Monster. So ein Junge darf, so ein Mann darf sich nicht auf der Straße machen. Mutter, Euer, Bruder, aber da war der. Er wird Leute umbringen. Ah, da kommt Boma, Batu. Und für den Richter war das okay. Gerichtsverhandlung hat um 9 Uhr angefangen. Du warst nicht mehr weg? 12 Uhr war es zu Ende. Na, du sagst 10 Uhr, ja. Und dann kam ein Urteilsspruch. So, aber weißt du, der nicht, weißt du, der Decision? Er kam rein. Ah, ja, kurz. Ich kann die Stimme immer noch hören, als ob es gestern war. Ja, okay, morgen war nur egal, Lobby. Es war 2009 oder 2010. Ich sag dir den Neff, wo du dies. Er hat gesagt, der Name des Volkes wird Kevin Gunaratnam. I will, na, komm, wo Pepe. Geboren am 5.11.1986. Zu 7 Jahren Steuerer Freiheitsstrafe verurteilt. Macht eine Pause. Seine Pause. Und sagt zu 5,5 Jahre Bewährung. Mamoko, Alobi, Mamoko. 5 Jahre Bewährung. Das bedeutet, die Bande. Das ist ein großer Lob. Das ist 7 Jahre, das ist ein großer Lob. Das ist 7 Jahre in der Prison. Niemand da drinnen wusste, was da auf einmal abgeht. Mit was so kommen Leute? Oh! Nee, nicht so. 5,5 Jahre gibt's nicht. Ihr könnt es so vorstellen. Imagine. Ein Prediger. Mutei. Stellt sich her, stellt sich hin das Wort Gottes. Ein, das ist meine Bibel. Ein Richter. Mutei, das ist meine Bibel. Stellt sich hinterm Gesetz. Das ist meine Lua. Zu Beginn seiner Amtszeit, verpflichtet der Richter sich, das Gesetz durchzusetzen. Wir leben nicht in Amerika. Du in Amerika, oh, siehst du, weil du es sympathisch. Ich gebe dir heute 6,5. Hier in Deutschland. Und mein Anwalt saß neben mir. Wo kann er sein? Ich habe
Der hat mich gegen meinen Fuß gekickt. Ich sage, halten Sie die Klappe. Keiner hier drin weiß, was hier gerade ist. Und dann habe ich gedacht, was ist hier los? Meine Gedanken waren so dämonisiert. Als ich gesagt habe, ich kann ja weitermachen. Aber natürlich war ich geschockt. Da bin ich zu Polizisten gegangen. Wenn die Polizisten nicht ins Gericht fahren, die fahren dich nicht nach Hause. Das habe ich auch probiert. An dem Tag bin ich zu einem Polizisten hin. Ich habe gesagt, Entschuldigung, können Sie nach Hause fahren? Und dann bin ich nach Hause gefahren. Hab die Tür geöffnet. Was ich da gesehen habe, sind zwei Menschen. Auf ihren Knien. Unter Tränen. Und haben gesagt, Jesus gibt Gnade. Amen. Und ich will nicht sagen, dass ich verloren wäre, wenn ich ins Gefängnis gekommen wäre. Weil Gott hat Fabrice auch im Gefängnis besucht. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre. Gott hat mich vor dem Gefängnis bewahrt. 7 Jahre. Ich würde nächstes Jahr erst rauskommen. In der Ewigkeit. Ich werde erst nächstes Jahr rauskommen. Und ich weiß nicht, ob ich im Gefängnis noch was dazu bekomme. Wo die Strafe nochmal erhöht. Dann habe ich gesagt, Papi, ich verstehe das nicht. Ja, so habe ich dann bis 2012 weitergemacht. Und 2012 kam meine Wende. Wie er mir gesagt hat. Was auch Gott kennenlernen. Und meine Eltern haben gebeten und gebeten. 2012 hatte ich eine Gehirnblutung. 2012 kam mit 2% Überlebenschance in die Tübinger Uniklinik. Als ich eingeliefert wurde, die Aussage der Ärzte meiner Eltern, meinem Vater gegenüber, weil meine Familie in Kroatien war, Urlaub machen. Und mein Papa auch nicht gewandt. Haben die Ärzte gesagt, das überlebt kein Mensch. Er wird sterben. Ich würde an ihrer Stelle mir Gedanken machen über die Beerdigung. Sala deja makalsineni bokundaye. August 2012. Wann ist er gut? 2012. Ich war nicht bekehrt. Ich habe Jesus gehasst. Ich habe Jesus verflucht. Ich habe nicht nach seinen Maßstäben gelebt. Ich kannte nicht einen einzigen Christen aus Tübingen. Ich wusste nicht, dass es die Tost-Gemeinde gibt. Sie war zu dem Zeitpunkt bekannt. Das hast du 9 Minuten, deshalb muss ich jetzt durch jetzt. Wir beide kannten uns nicht 2000. War sie in Südamerika? Ja, sie war in Südamerika. Sie hat, wir haben dort eine Missionsstation. Wir haben dort einen Raum. Das nennt sich Tabernakel. Tabernakel, das ist ein Raum, wo einfach nur Instrumentalmusik läuft. Und das ist ein Raum, wo du mit Gott einfach Zeit verbringst. In dieser Zeit hat Gott plötzlich zu ihr gesprochen. Bete für deinen zukünftigen Mann. Bete um Schutz. Dann hat sie angefangen zu beten. Sie kannte mich nicht. Ich kannte nicht sie.
Aber Jesus kennt total. Dass sie jetzt eine Liebe zu Gott. Amen. Jedes Mal, wenn sie für mich gebetet hat, musste sie anfangen zu weinen. Sie wusste nicht, wer ihr zukünftig ist. Sie hatte keinen Namen. Sie weiß gar nichts. Und dann hat sie gesagt, Gott, wenn ich irgendwann mal rauskriege, wenn er irgendwo sitzt und Kaffee trinkt, wir werden ein ganz großes Problem. Zu dem Zeitpunkt, wo sie für mich gebetet hat, war die schlimmste Phase in meiner Krankheit. Er hat die Aussage von den Ärzten habe ich jetzt gehört. Tod. Keine Chance. Und in dieser Nacht hat mein Vater eins gesagt. Hat die Ärzte angeguckt. Ich gehe mit eurem Oberarzt sprechen. Was? Der ist doch zu Hause. Dann sagt er, nee. Er schläft nie. Aber jetzt möchte ich das Leben von meinem Sohn. Und in diesem Moment, nach 26 Jahren, zum ersten Mal, hat mein Vater die Stimme Gottes akustisch gehört. Und die Stimme hat ihn umgeweht. Die Stimme hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Denn dein Sohn liegt in meinen Händen. Und dann kam das Feuer des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat bestätigt. Für meine Sache, mein Vater war es klar. Egal was der Teufel geplant hat. Egal wie schlimm diese Krankheit auch ist. Jesus ist immer größer. Ja. Wenn er sagt, sogar Lobby, dann macht er das. Moment. Er ist nicht so wie Menschen. Ich sage auch viele Dinge zu meinen Freunden. Dann kommt sie nach einer Weile. Schatz, es ist ja schön, dass du mir so Versprechen machst. Schatz, merci pour ça, on m'a promis ce que tu veux. Aber es wäre gut, wenn du sie einhältst. Es hat bien so, nous ça, aber comme nous promettons. Ah, non, vous ça, d'accord. Heute ist nicht so. Damals, aber heute. Wenn er sagt, so wie er noch nie. Sein Wort ist ja und Amen. Man ist ein Oui et Amen. Und dann haben die Ärzte gesagt, also wir müssen morgen operieren. Si on m'a dit, oui, non, mais ton sein Operation. Und dann haben die gesagt, wir müssen die Gehirnschädeldecke aufmachen. Aber für du Fumula, Servon. Und wir haben es neulich gehört von einem Arzt, der dort operiert. Die haben die Haut weggemacht. Die Knochen aufgesägt. Ich war extra gestern beim Friseur, dass man das auch sieht. Und haben es aufgeklappt. Wo ist es aufgeklappt? Zwei Liter Blut kam raus. Die medizinische, sagt man. Wenn da nur tropfenweise Blut drin ist, stirbt ein Mensch. Das Wasser im Kopf hat eine ganz andere Substanz, Konsistenz, als das Blut. Und Blut ist wie Gift. Und als sie aufgemacht haben, hat Dr. Ebner gesagt, der mich operiert hat, er wird ein Wunder sein. Er kennt keinen Jesus. Er kennt keinen Gott. Sein Gott ist ein Wissen.
Für sie sind Fragen gekommen plötzlich für die Ärztin. Warum schlägt sein Herz an? Warum funktioniert sein Gehirn? Er hätte sterben müssen. Weil diese Blutung ist nicht von jetzt auf nachher. Sie läuft seit 2 Wochen. Und am nächsten Tag ich bin morgens operiert worden, abends komme ich raus aus der Operationssaal. Mein Vater und mein Bruder gingen zum Arzt. Und Herr Ebner, wie sieht's aus? Und Herr Ebner hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Vor Weitem hat er schon den Kopf geschüttelt. Und mein Bruder Benton, der hat gesagt, Papi, der ist gestorben. Der schüttelt seinen Kopf. Und dann hat mein Vater ganz cool gesagt, der kann seinen Kopf schütteln. Gott hat zu mir gesprochen. Dein Bruder lebt. Und dann hat er gesagt, ja, der Arzt schüttelt seinen Kopf. Aber der hat nichts damit zu tun. Ja, der versteht vielleicht etwas nicht. Aber er fährt auch kommen, die Leute. Und dann kam der. Sie waren alle von der. Herr Gunnar Adnan, sowas kennengelernt. Aber er wurde dabei, aber kann man auch tun, um die. Oberarzt der Neurochirurgie Tübingen. Also, ein Doktor, ja, Chirurgie in Tübingen, le Grand Doktor. Und er sagt, das gibt's nicht. Aber wir haben nur noch mal kaputt. Er müsste tot sein. Aber wir haben nur noch mal verkaufen. Wir haben jetzt versucht, wir können in 5 Wochen sagen, ob er überhaupt über dem Berg ist. Aber in diesen 5 Wochen darf er nicht mal einen Schnupfen bekommen. Sein Immunsystem ist ausgefallen. Alle Funktionen wurden auf Computer übergeben. Und in dem Moment wusste mein Vater eins. Der Heilige Geist hat gesprochen. Deine Frau. Der Sieg ist vor eurer Tür. Und wieder wussten sie nicht. Wie lange ich im Koma bleiben werde. Es kann 5 Jahre. Wie lange liegt Michael Schumacher schon im Koma? 2-3 Jahre. Michael Schumacher hat das so redet, 3 Tage. Es kann 2 Wochen sein. Eine Stunde. Oder ja. Ja. Der Heilige Geist sagt, und du machst. Und in diesen 5 Wochen habe ich 4 Entzündungen bekommen, wo ein Mensch normalerweise sterben könnte, in einer Entzündung. In diesen 5 Phasen. In der ersten Woche habe ich eine Hirnhautentzündung bekommen. Lungenentzündung. Nierenversagen. Und die letzte Woche hat der Teufel alles versucht. 41 Grad Fieber, 7 Tage konstant. Als ich in die Klinik reinkam. Haben die Ärzte über meine Eltern gelacht? Dein Jesus kann ihn.